Spaß, ganz ruhig. Hätte da was? Stimmt. Hier. Ein Teddybär. Für ein Spielzeug. Braucht jemand Plüschmisch, Annie? Okay, dann fahren wir nach links. Alles klar. Linz, Linz, Linz. Möchte noch jemand mitfahren? Kommt rein. Dann wollen nicht mal allein fahren. Fahrt dabei. Komm, Manu. Boah, 55 Kilometer? Ui. Ja, das Flughafen, was hast du denn gedacht? Ah. Achso. So, Liftachse ist over, wunderbar. Ah, gerade nochmal schnell mal referenzieren hier alles. Ja, Abfahrt. Ja, sortiert immer noch rum, du Luftputzer, du. Der guckt geil in der Rückspiegel, ne? Oh, das war sehr nett. Danke, Kollege. So macht man das. Hä? Wow! Was war das denn? Oha! Hängen geblieben. Kann es noch jemand mal klippen? Nein. Klippt es mal bitte jemand, und falls da nicht hängen geblieben bist, dann kann man nämlich einen Bug Report machen. Wer macht denn den Bug Report heute noch? Ich. Oh, okay. So denn? Klippen, 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 tippen, 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 tippen. So. Habe ich das immer so gemacht. Weil normalerweise habe ich die F11-Taste dafür. Mhm. Oh, Report, aber... Ich meine, da bleib doch stehen, wenn ich am Fahrer bin. Ich schieb die Schleider weg, du... Stück KI-Kacke da. Da kommt schon der Flieger runter, da fährt der hat für uns. Oh, guck mal, da vorne fährt er schon. Ey, ich sehe dich noch von Weitem. Wie geil ist das denn?
Aber da hinten ist noch eine Tankstelle, es passt. Alter Hobel, da will nämlich auch mal ein bisschen was zu sippeln haben. Ich brauche noch nicht tanken, ich warte, bis die Dieselpreise runtergehen. Das wird zu teuer. Wieso? Tank doch an der unserem Hof. Ist doch nicht weit hier. Nee, nö. Ich hab noch genug. Ist 30 Cent billiger. Ich kann noch 2800 Kilometer fahren. Alles klar. Der neue Spruch da. Ich find cool. Bis später, Keksi. Bring mir was Schönes mit. Was denn? Scheiße. Also ich finde so geile Plätze wie hier oder so, ne? Die Parkplätze da. Warum muss SCS sie dann begrenzt machen, ey? Alter. Ah, Mann. Das wäre so toll gewesen, ey. Mal, ob ich vielleicht so einen Mod finde, der die ganze Begrenzung alle mal rausnimmt, ey. Weil es gibt mal in ich weiß, das ist in Frankreich, in Italien und in Portugal unten gibt es ein paar schöne Ecken, wo du wirklich hinter die Begrenzung weiterfahren könntest, weil es einfach wunderschön aussieht, ey. Ja, ich habe das schon mal versucht mit so einem Mod, aber hat nie funktioniert. Ah, es gibt sehr viel Stelle. Oha, das Flugzeug konnte aber schnell wenden. Brauche ich jetzt es nicht. Sehr gut. Mhm. Hat der Kaffee geschmeckt? Warum machst du Pause? Ich warte immer auf die langsamen. Auf den gemütlichen. Wieso geht man dieses iOS 17 Update für iPhone? Das ist der letzte Müll. So, ich muss noch was umstellen. Kann ich aus? Ich hab dich da. So. Ja, ne? Ja. So, sind wir ein bisschen früh dran. Karte mal angucken. Oh ja. Wie fahren? Ach Gott. Ich tanke in Linz. Ja, gib mir mal eben eine Minute, ich bin gleich wieder da. Jo, kein Ding.
Bin wieder da. Jawohl. Na gut, paar Leute, dann machen wir eine kurze Pause. Willst du noch eine rauchen für Daniel? Dann können wir nämlich gerade noch einen Boxenstopp machen. Dann könnte ich mir nämlich einfach noch was zum Trinken holen. Bis gleich. Ja genau, ich bin auch wieder da. Was hast du denn für ein Problem? Wer? Ja. Du. Ich hab kein Problem. Okay. Also geht's wieder. Ja, ja. Okay. So. So, Linz, wir kommen. So. Komm, schalt um. Ach, der Druck dahinter, da, na, da. Ja, sicher, bei Gelb kannst du Vollgas geben. Ich habe heute angefangen mit RDR Roleplay. Oh, und? Ist eine feine Sache. Klar, ich ja. Mein Hart. welchen Server? Final River. Den, wo du mir auch empfohlen hast. Hä? Ich hab dir keinen empfohlen. Wir haben doch auch Red Redemption mal, oder ja, Speed, ich glaube Speedy war das, ne? Wieder da, du Pappnase. Will ich nicht. Ach, danke schön, Keksi, BB. Weil das wollte ich ja im November nochmal dazu holen. Oktober, November so rum.
Aber das ist echt eine geile Sache. Ja, einmal die Woche. Was hast du angefangen? Oder erzähl mal ein bisschen, was du kamst da rein, oder? Naja, viel habe ich ja noch nicht gemacht, ne? Aber du musst dir ja eine Geschichte ausdenken. So eine kleine, woher du kommst und also ein Pipipo. Mhm. Aber die meisten Leute, die da drauf spielen, wie ich da heute Morgen drauf war, da waren es 60 oder 70 Leute. Die sind ja überall verteilt, hast du keinen getroffen in der Stadt, ne? Die sind irgendwo arbeiten, aber das ist mal herauszufinden, wo das alles ist. Pui, und dann auch noch zu Fuß. Scheiße. Ja. Das ist so ein Stück, ja. Aber das ist mal was anderes, als wenn du so auf Servern spielst, so wie Moin, Digga und also sowas gibt's da ja nicht, ne? Ah, du meinst GTA, so ein Kram, ne? Sowas darfst du in dieser Zeit ja gar nicht sagen. Howdy, Partner. Ja. Yeah. Howdy. Hui, boo. Hä? Ach, ich hab Spinnerettes. Ich hab so komische Spinnerettes. Also manchmal machst du mir Angst. Mal was ab, wenn Halloween ist. Da komme ich gar nicht online. Dann sitzt sie bei Gott mein wahres Sicht zum Vorschein. Ich hab nichts gesagt. Hast du nicht schon immer Spinneritis, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen? Verdammt. Ach, ihr seid gemein. Ja, nein. So, meine 5 Minuten sind um. Ich gehe jetzt auch wieder, so wie du bei mir immer, Keksi 1 Zunge. Oha, du bist ja immer nur 5 Minuten. Nein, nein, länger. Oh. Länger. So einer bist du. Ach, nein. Länger. Länger. Das werde ich aber traurig. Nein. Aber ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend, meine Liebe. Schön, dass du da warst. Danke für den Raid. Wie gesagt, danke nochmal für den schönen Support. Haust rein, Keksi. Also ich war auf jeden Fall länger da, weil ich auf jeden Fall 15-20 Minuten bei dir im Stream drin war. Du nimmst auch alles ernst. Ja, ich kann es heute schwer einschätzen, weil ich auch so Schnarchus Interruptus bin. Was? Was sind sie? Schnarchus Interruptus. Was ist denn das? Ist ganz einfach. Ich weiß, wer jetzt wieder lachen wird. Der Erich und der Herbert. Geht schlafen oder geh auf die stille Treppe, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich Boah. Vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden hey, wälzen. Guck mal, ey, du bremst hier die Autos aus. Ey. Jesus, ne. Ich verordnungsgemäß auf der Mittelspur. Nee, ich hab einen Videobeweis. Ne Schnarchnase bist du.
Ja, das bin ich wohl. Oh. Ja, auf jeden Fall eine Schnarschnase, ey. Boah, ey, da fährst du auf der. Da fährst du stinknormal, ja? Und die bremsen trotzdem ab, wie so bescheuerte. Dafür habe ich mir extra ja die. Du hast auf der Mittelspur gar nichts zu suchen mit deinem schleichenden Gefährt. Ah, warte mal ab, du. Manu, was bei dir ein Schleicher ist, ne? Selbst schuld. Was erzählst du sowas auch im Stream mit dem Schnarchen Keksi 1 Zunge? Ich bin ein kleines Geisterlein. Das Geisterlein kommt überall rein, ne? Da auch so eine Lache dahinter, ja. Ah. Eieiei. Hoppala. Das ist gut. Boah, was ist? Ups. Na, sage mal. Das sind diese komischen da, ne? Lenkversuche. Was ist denn halt bloß mit dem Lenkrad da los? Kein Gefühl mehr drin, ey. Kannst du gleich mal voll nach links umschlagen und ich werde rechts umkippen. Einfach so. Oh Gott, ja. Du hast morgen auch nochmal spät, oder? Oder ab Donnerstag? Ja, ab morgen muss ich wieder arbeiten. Genau, okay. Jetzt haben sie ein paar Teile aus Spanien hergekarrt. Die Fachmeck gerade ja zu dir, oder? Nee. Bei Altkunststoff. Ah nee, das hatten wir ja gerade, ne? Du willkommen, oder? Was haben wir denn überhaupt geladen? Ah, Auftrag her. Spielzeug, ah ja. Stimmt, du gehst zur Arbeit. Was macht er? Ja, Spielzeug. Was? Seid die ganze Zeit nur am Spielen? Ja. Der Rest darfst du dir austräumen. Oh, Dankeschön. Und viel Spaß mit der Community. Willkommen. Auch dir wünsche ich einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, dir geht's gut. Magst du denn auch mitfahren? Da haben wir noch ein paar Plätze frei. Oh. Was hast du denn? Also wenn du sagen machst, ja, also. Oder einfach nur typisch Mittwoch halt. So wie typisch Montag. Kenne ich auch gut. Hoppala. Alles klar, Navi, ich hab verstanden.
Au. Das tut weh. Das tut weh. Ja, jetzt hast du schon mal eine gute Besserung von uns, ne? Und damit ist es nicht wirklich zu spaßen. Was stand da? Enzöl? Setz da mal ein B hin, dann gehört was uns. Benz barackisches Öl. Ach so. Ja, ist auch schön. Ja, vielleicht, falls es, Pat, falls es dich vielleicht interessiert, zwischen der 9., ab der 9.10. die eine Woche oder am 23.10. fahre ich wieder eine Woche nur ETS 2. Und das ist halt nur für die Spedition, also jetzt hier auf dem Server. Und dann fahre ich halt nach realistischen Lenk- und Ruhezeiten. Da gibt es ja so viele schöne Apps, die dafür, ne? Und ich benutze die Truckertime-App. Die ist kostenpflichtig. Ist aber nicht kompatibel mit ETS. Ja. Nö, aber das ist so. Wie soll ich sagen? Ich mach's halt einmal gern. Alles klar. Ja, weil also wie gesagt, in den ersten zwei Wochen dort, da wird mein neuer Mercedes aus der Lackierung geholt. Oder ja, aus der Garage. Oh Junge, sag mal, ey. Kommt denn der dahergeprescht? Komm, 60. Alles klar, kein Problem. Also wie gesagt, zurzeit ist es halt so, dass wir halt spontan den Stream-Programm machen, was wir machen wollen, ne? Also fest ist halt das ACC montags, mittwochs und freitags stattfindet. Boah, der will mich direkt hier rausjagen. Sag mal, hat der einen Schuss oder was? Also ACC fahren wir halt immer Assetto Corsa, das ist ein Rennspiel. Und das machen wir immer ganz am Ende. Und davor gucken wir immer, dass wir ein bisschen was Entspanntes haben. So wie jetzt zum Beispiel. Oder LS. Also kannst du ja gerne auch die restlichen VODs mal angucken. Ah, verdammt.
Alles klar, das ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben ja der extra drei LS-Server, ETS-Server, was hatten wir noch? Ja. Seid gerne herzlich eingeladen, ne? Oh, das ist eine Eisenbahnschiene. Ich wollte schon gerade sagen, was ist das denn jetzt? Ich lasse dich mal als erstes dahin. Alles klar. Bis später. Ist da hinten eine Abladestation? Nö, hier. Ach so, okay. So. Wollen wir eine Pause dann machen für 10 Minuten oder? Mhm. Gut. Und ich müsste nämlich auch noch kurz vorhin.